klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Dann stellt er die Frage, sind die Diener Christi? Bin ich Diener Christi? Und was bringt er zur Antwort? Bringt er etwas zur Antwort, was wir gerne hören, was uns gefällt, was unseren heutigen Perspektiven von mir muss es gut gehen, ich muss mein Leben genießen können, mein Urlaub steht mir zu, mein gutes Essen, mein Dach über dem Kopf. Selbstverständlich. Es gibt gar nichts anderes zu denken oder zu überlegen. Das ist alles so normal. Was sagt er? Sind Sie Diener Christi? Ich rede unsinnig. Ich bin's noch mehr. Und jetzt kommt er zu beschreiben, was ein Diener Christi ausmacht. Um was geht's da? Ich habe weit mehr Mühsal, über die Maßen viele Streiche, Schläge ausgestanden. Ich war weit mehr in Gefängnissen, öfter in Todesgefahren. Bin ich ein Diener Christi? Habe ich irgendeine Gemeinschaft mit den Leiden Christi? Oh, wann war ich das letzte Mal im Gefängnis? Wann wurde ich das letzte Mal angespuckt? Wann wurde ich mal das letzte Mal verhauen? Oh nein, ich kenne das ja alles gar nicht. Bin ich ein Diener Christi? Oh, aber was für eine Gesinnung zeige ich? Wie stehe ich da, wenn es mir dann an den Kragen geht? Was kommt aus mir heraus? Nicht mit mir. Mein Stolz ist viel zu groß. Aber wenn Gott mich da irgendwie reindrücken würde, nein, dann würde ich ihm nicht mehr dienen. Du bist von Anfang an in deiner Gesinnung kein Diener Christi, wenn du solche Dinge gar nicht in Erwägung ziehst für dein Leben, für dein Wesen. Das geht gar nicht für dich. Das darf gar nicht kommen. Das ist ausgeschlossen. Wir tragen allezeit das Sterben Jesu am Leibe herum, damit auch das Leben Jesu, nämlich ein Auferstehungsleben, ein Leben aus dem Tode, eine Freude mitten im Leid, damit das offenbar werden könnte. Denn immer da werden wir, die wir leben, dem Tode preisgegeben, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleische. Darf ich fragen, ganz persönlich dich, wie viel Anteil hast du an diesem Sterben Christi? Und zu meiner Schande, ich muss es erkennen, muss ich sehen, Herr, da fehlt es weit, weit. Aber Herr, du hast mich auf diesen richtigen Zug, in die richtige Richtung, du hast mich da drauf gebracht. Ich habe auch meinen Anteil am Leiden Christi. Ich habe es zu bringen und durch Gnade Gottes weiß ich, werde ich meine Selbstverleugnung dazulegen. Und es wird ein Erfolg sein, so wahr, wie ich auf ihn und ihn allein vertraue. Das heißt wiederum und wiederum, es heißt nicht, dass ich mir nun selber Plagen suchen muss oder lechzen muss nach irgendwelchen, ach, sich selber peinigenden Dingen. Nein, niemals. Ich bin heilfroh, mein Gott, jeden Tag dankbar für die äußerst guten Umstände, weiß aber nur zu wohl, es ist nicht so schwer zu ertragen wie eine Reihe von guten Tagen. Denn so schnell kann die Gesinnung dann eben undankbar, selbstverständlich und voller Hochmut werden. Das liegt in der Gefahr. Aber davor kann ich mich hüten, indem ich mich beschäftigt halte mit diesen Wahrheiten aus seinem Wort. Schlussendlich ein Bild noch. Als Elia in den Himmel gefahren ist, und das ist eine Vorspiegelung auf die Entrückung, da ist sein Knecht Elisa, er ist treu bei ihm geblieben. Und dann lese ich euch, und während sie noch miteinander gingen und redeten, und siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander. Den Elisa, der auf der Erde blieb, und den Elia, der einstieg in diesen Wagen und mit diesem Wagen.
Und Elia fuhr also im Wetter gen Himmel. Elisa aber sah ihn und schrie: mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter. Das sind Wagen, das sind Reiter und das sind Pferde, feurige Pferde, heiße Wagen. Und das möchte ich vergleichen als ein Bild für deine, meine Leiden und Schmerzen, Verdruss und Peinigung nach Geist, Seele und Leib, was immer es sein mag. Ein Fahrzeug, in das ich mich zu begeben habe, mit dem es himmelwärts geht, mit dem es aufwärts geht. Und mir ist es so köstlich zu denken. Ja, Herr, ich möchte so gerne für mich persönlich eine feurige Begeisterung für Jesus, die mich voll vom Öl des Heiligen Geistes, aber am Tag der Posaunenklänge, dass die mich dann entrücken und wegziehen wird, diese Kraft. Aber ist diese Kraft nicht bereits am Schlummern hier und heute, wo ich vielseitige Leiden durchmache, von denen ich mich aber innerlich fernhalten kann, dass ich sage, nein, ich setze mich nicht in diesen Wagen, ich werde kein Reiter auf so einem feurigen Pferd, weil es mir so viel Verdruss bereitet. Ich halte mich weg davon. Es trennt sich. Nein, nie und nimmer bringt mich mein Gott, dass ich zum Beispiel jetzt als Beispiel mich entschuldigen soll. Nein, die anderen, die sind doch immer die Schuldigen. Die sollen sich entschuldigen. Ich werde dieses feurige Pferd nicht reiten. Warum nicht? Mein Stolz lässt es nicht zu, dass ich so einen feurigen Wagen, wo mich so feurige Demütigungen empfangen und aufnehmen und mir selber sterben lassen, will ich nicht. Ich verzichte darauf. Ich verzichte auf so ein Fahrzeug. Es ist mir zu heiß, es ist mir zu unerträglich. Mein Stolz sagt mir, da verliere ich ja alles. Ich verliere mein Gesicht, ich stehe nackt da, ich bin bloß und alle lachen über mich und ich bin zu Schanden geworden. Und wie ist Jesus am Kreuz? Wie sah er aus? Schrecklich, ein Anblick, dass man sich wegwenden muss, wenn man irgendein normal blickender Mensch ist. Schreck und Grauen. Und dennoch sagt er, Wagen Israels und seine Reiter, mein Vater, Gott, mein Vater, du hast für mich, für mein Leben den richtigen Wagen. Und wenn ich es mit den Augen des Geistes betrachte, dann muss alles Elend, was immer mir in meinem Leben hier auf der Erde als ein Elend erscheint, es ist in Wirklichkeit, im Geist und in der Wahrheit eine prächtige Karosse, eine wunderbare Pferdeanreihung von kräftigen Pferden, die mich mit Sehnsucht hinaufziehen in die himmlische Herrlichkeit. Oh mein Gott, Vater, Vater, danke für die feurigen Wagen in meinem Leben und danke, danke für die Willigkeit, die du in mein Herz schenkst, um demütig, kindlich, niedrig und weichherzig genug zu sein, um dort einzusteigen und dort mitzufahren. Oh, Halleluja! Das ist fantastisch! Das sind Gottes Wagen! Und wenn ich diese Perspektive mir aneignen kann, dann sieht das alles ganz anders aus. Dann sieht meine Vergangenheit anders aus. Und meine Zukunft sieht sehr danach aus, dass es mich zum Himmel zieht und nicht hier unten verwurzelt bleibend zurückbleiben werde.